Ja, hallihallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Events Manager 2023 Projekt mit dem Brawn GP Team. Ja, letztes Rennen lief für uns, ich sag mal, fast ausgezeichnet. Von Daniel Ricciardo waren wir ein bisschen enttäuscht. Vielleicht haben wir aber auch die Strategie verbockt. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Als Team sind wir auf jeden Fall schon mal ganz vorne. Boxenstopp-technisch müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Ja, euch das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Schaut doch gerne in die Videobeschreibung. Dort ist meine Facebook-Gruppe verlinkt. Dort poste ich meine Setups und viele andere Dinge mehr. Ja. Fällt mir ein, wir haben ja ein paar Upgrades bekommen. Basteln wir nicht rein zufällig auch an der Aufhängung Nummer 2, die natürlich nicht, die haben wir komplett ausgelassen. Unterboden, das macht jetzt nicht so viel extrem aus, aber wir nehmen das mal mit, was wir mitnehmen können. Denke, das war's. Ah, Heckflügel. Seitenkästen haben wir nichts, das haben wir alles. Bei Daniel Ricciardo lassen wir die Teile einfach erstmal drin. Und ich würde sagen, wir gehen auf zum Rennen. Und dann sehen wir uns in der Qualifikation. Spannung liegt in der Luft. Das kann nur heißen, das Qualifying steht an. Und so sieht's aus. Ziemlich weit hinten in der Box, stelle ich gerade fest. Ja, copy, same. Egal, let's go. Und hoffen auf eine freie Runde. Jetzt aber keiner mehr rausfahren. Jawohl, das passt. So Delta negative. 25, cool, 5, 5, 2. Okay. Das ist ziemlich erstaunlich, warum der eine Sekunde schlechter ist. Letzte 2 Minuten laufen runter. Wir werden nicht nochmal rausfahren. Ich denke, wenn nichts dazwischen kommt, sollte uns Q3 sicher sein. Mick Schumacher auf Platz 8 aktuell in Williams. Sensationell. Wir gucken mal, ausgeschieden. Piastri, also beide McLaren raus. Beide Alfa Romeo und Nico Hülkenberg im Haas. Auf geht's in Q2. Should be green now. So. Ja, Ricardo sollte gucken, dass er an Albon vorbeikommt, sonst wird es schwierig. So kann er mal rausfahren jetzt. Brunswick Delta 25, 5, 9, 6, das reicht auf jeden negative. Fall. Okay. Und Ricardo, jawohl, eine deutliche Zeitverbesserung diesmal. Das sollte so passen für Q2. Auch hier wieder die letzten 2 Minuten. Wir werden nicht rausfahren, denn das reicht locker. Es müsste sogar reichen, dass wir im dritten Qualifying mit gebrauchten Reifen rausfahren. Das könnte man tatsächlich auch probieren. Sensationell. Mick Schumacher ist gerade so wieder drinne. Lewis Hamilton ist dabei aber ausgeschieden. Beide Mercedes raus, beide Alpine. Aston Martin hat im Gegensatz zur letzten Saison, denke ich, ist ungefähr gleich geblieben. Williams hat einen Riesensprung gemacht. Ja, dann scheiden sich die Geister, oder wie man sagt. Da
fällt mir ein. Ich bin tatsächlich im Überlegen. Wir gucken uns mal so 3-4 Rennen für Daniel Ricciardo noch an, ob wir nicht Oliver Biermann sonst befördern zum ersten Fahrer, denn er macht als Testfahrer schon einen sehr, sehr guten Job. So, Daniel Ricciardo kriegt die Gebrauchten, da wir sicherstellen wollen, dass Fernando Alonso natürlich auf die Pole Position fährt. Und los geht's. Hat Ricciardo Joe vor sich. Und jetzt bitte keiner mehr rausfahren. Oh, das wird für Alonso nicht so schön. Aber wir gucken mal. Da müsste gleich ein Williams sein. Er stand an der Seite. Lila Sektor erstmal noch. Ricciardo hängt hinter Joe. Das ist überhaupt nicht gut. Und Alonso hängt hier auch hinter einen Aston Martin. Nicht gut. Nicht gut. Aber die 25.562, die reicht. Die reicht auf jeden Fall. Daniel Ricciardo. Eine Chance. Der muss definitiv noch einmal raus. Ich möchte das nochmal mit den gebrauchten Reifen probieren. Platz 10 reicht definitiv nicht. Geht ja schließlich auch um Sponsorengelder, die wir bekommen wollen. Albon vorbei. Ist auf Platz 2. Das hat also gereicht. Und die Pole Position wird uns wohl keiner wegnehmen. Würde mich sehr, sehr stark wundern. Mit den neuen frischen Reifen mir noch ein bisschen mehr versprochen. So haben wir halt eine halbe Sekunde Vorsprung. Naja. Auch da bin ich der Meinung, geht eigentlich noch ein bisschen was. Hat Alonso nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Mick Schumacher hat seinen Teamkollegen geschlagen. Jetzt schön. Freut mich. Joe hängt noch ein wenig hinter Stroll. So, unterschiedliche Strategie. Wieder einmal Daniel Ricciardo mit Soft, dann auf Hard, Soft, Medium, Soft. Unterschied von 4 Sekunden ist eigentlich nicht so viel, müsste eigentlich passen. Der Stop ist relativ kurz in Saudi-Arabien. Wieder Doppelpull für Brown GP. Bis zum großen Preis von Saudi-Arabien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ich nicht gegen Teamkollegen kämpfen erstmal. Muss normal fahren. Okay. Oh, die fahren. Also die wissen, dass sie nicht mithalten können, also ändern die komplett ihre Strategie. Da bin ich ja mal gespannt. So, Alonso vorweg. Ricciardo ist hinter Perez. Vielleicht kann man da auch strategisch etwas machen und sich erstmal ein bisschen ziehen lassen. Darf aber nicht zu viel Zeit verlieren. Alonso ist direkt in der ersten Runde eine Sekunde weg. Uns die Reifen jetzt noch mal eine Runde noch warm fahren und dann gucken wir mal, was wir aus den Reifen komplett so rausholen können. Wir werden es nicht schaffen, den ersten Stop bis Runde 15 rauszuholen. Dupel ist sicher. So, let's go. Hau richtig rein. 1:31,2 ist erstmal die vorläufig schnellste Runde.
müsste aber in Sektor 1 Lila erscheinen. Daniel Ricciardo lassen wir erstmal so ein bisschen im Sparmodus fahren. Trotzdem nur gelb. Finde ich ein bisschen erstaunlich. Da am Mittelsektor ist jetzt lila. 4 Sekunden Vorsprung schon vor Perez. Ricciardo, er ist jetzt nämlich vorbei. Der Sektor war auch lila und 29,6. Fünf Sekunden in 4 Runden. Und mit Daniel Ricciardo können wir das noch 2-3 Runden übertreiben. Dann gucken wir mal. So, Runde 6. Jetzt lassen wir Ricciardo mal eine Runde ein bisschen fliegen, sich absetzen von Perez. Nämlich auch sehr wichtig, damit er in möglicher Weise freies Boxenstoppfenster hat. So. Letzter Sektor war lila, 30-2. Verstappen überholt jetzt Perez. Jetzt gucken wir mal, dass wir diese Schiene erstmal so weiterfahren. So. Fernando Alonso holen wir in die Box. Der wird als Zweiter erstmal wieder rauskommen. Den Ricciardo können wir noch ein bisschen fahren lassen. Der wird vorläufig die Führung übernehmen. Von den Rundenzeiten sieht das auch bei beiden sehr, sehr stark aus. Auf Box. Box, Box. Sag ich doch. Ja, Box. Bisschen. Copy. Ja, ist okay. Caution one on exit. Eine Runde einfahren. Ricciardo lassen wir noch 2-3 Runden draußen. So, hinten Gasly, Bottas, Tsunoda gehen in die Box. Die holen sich Mediums, sehe ich. Daniel Ricciardo kommt in die Box. Und ich habe. Kommt Leclerc. Sollte aber passen. So. Eine Folge wieder hergestellt. Auf geht's, würde ich sagen. Ein paar Autos neben der Strecke. Nein. Ich weiß ja nicht. Muss ich die beiden Ferrari schon selber raus? Wir nutzen die Zeit für einen Stop. Das hat lang gedauert.
Also, was ist da passiert? Fernando Alonso kam rein. Sie bekommen den rechten Vorderreifen nicht drauf. Vorne, ja. Das passiert halt mal. So. Eine Runde Reifen schon, würde ich sagen. Ich meine, Energie sparen. Okay. Ricardo ist auf jeden Fall gut unterwegs. Aber auch Perez. Wir können bei Ricardo aber das Tempo noch ein bisschen erhöhen. Das haben wir überholt. Und dann können wir jetzt langsam mal ein bisschen Druck machen. Wir wollen noch eine richtig heftige Zeit auf den Asphalt knallen. Let's go. We okay on temperatures? Just focus on those temps. Fährt jetzt schon die schnellste Runde mit 1,28, aber das ist noch nicht das Ende, denke ich. Da geht noch mehr. Hole alles aus der Kiste raus. Lila Sektor. Sektor. Die entscheidende Frage ist, wie schnell wir letzten Endes gleich sind. Ja, ist egal, alles verpulvern. 1,26,9, mal eben 3 Sekunden schneller gefahren als Daniel Ricciardo. So, finale Runde. Wir haben bis einschließlich Joe schon überholt und auf der Jagd nach Lewis Hamilton. Platz 9. Das kann man sich nicht ausdenken, was hier abgeht. Ich denke, Alpine und Mercedes haben eine sehr gute Strategie gefahren. Bei Williams ist der Plan offensichtlich nicht aufgegangen. Aber es heißt Doppelsieg. Zweites Rennen für Alonso. Zweiter Sieg. Die entscheidende Frage. I'm so proud of you. Alonso hat es geschafft. Fernando Alonso ist der heutige Grand Prix-Sieger. Und Fernando Alonso als erster im Ziel. Einfach großartig. Ich glaube, dass sich die Leute noch in vielen Jahren an dieses Rennen erinnern werden. Cool. Okay, and that is the checkered flag. Ende Ricardo auf 2. Sehr zufrieden damit. Selbstverständlich. Hamilton noch an Ocon vorbei. Hat Fernando Alonso heute da draußen nicht fantastisch ausgesehen? Was für ein großartiges Rennen für das Team. Sie haben einfach alles richtig gemacht. Natürlich auch der Fahrer. Das Team hat hier geduldig gewartet und Sie sehen an den Gesichtern, wie viel das jeder einzelnen Person hier bedeutet. Sollen wir vielleicht überlegen, tatsächlich Oliver Bierman fahren zu lassen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Einschließlich Platz 10 überrundet. 26 Punkte. Genau, 27 müsste ich insgesamt kriegen durch die Pole Position. Bereits jetzt schon ein guter Vorsprung vor Verstappen, vor Perez. Konstrukteurstechnisch geht das weiter. Williams rutscht leider ein bisschen ab. Aston Martin hat ordentlich aufgeholt. Alpine 2 Punkte. Ja, bei den Stops müssen wir auch noch ein bisschen
Gas geben, würde ich sagen. Unser Ersatzfahrer. Lass wir in einen Start gehen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, tschüss und ciao.